Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan Nahenlos Mini. Ja, ihr habt das ja schon irgendwo zwischendurch mal gesehen oder in meinen Streams. Ich bin ja nach wie vor mit Avatar hier in dem Nahenlos Mini und habe jetzt erst überhaupt die Genehmigung bekommen, hier ein bisschen was zu zeigen und ein bisschen was aufzunehmen. Liegt einfach daran, dass ich natürlich immer erstmal frage, bevor ich anfange aufzunehmen, ob das auch in Ordnung ist. Und das hat jetzt so 1-2 Tage gedauert. Warum auch immer. Aber letztendlich habe ich heute eine Kurznachricht bekommen. Yo, kannst du machen. Und ihr wisst, dass ich, wenn ich in den Clans bin, wo ich meine Aufnahmen mache, dann zeige ich nie Clan-Chat. Ich zeige in der Regel nie gegnerische Angriffe auf unsere Bases, beziehungsweise auf die Bases, wo ich letztendlich dann mit zu Gast bin. Und deswegen können die Leute da eigentlich immer ganz, ganz sicher sein, dass ich eigentlich nichts preisgebe, was das interne Clanleben und so weiter angeht. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass hier in der Nahenlos-Familie schon ganz gut was abgeht. Nicht so heftig wie in den anderen Clans. Ich wollte eigentlich auch nie in so einen Nahenlos-Clan rein, muss ich sagen. Das war mir immer ein bisschen heavy. Und die spielen dann ja auch schon teilweise ganz, ganz andere Ligen oder spielen ihre CKs sicherlich hart durchgeplant, hätte ich mal so gesagt. Und das ist hier im Nahenlos Mini, wird natürlich auch, werden die Angriffe auch geplant. Sie werden klar vorgegeben, wer macht erstmal was. Und das finde ich immer wieder in Ordnung. Man kann sich natürlich selber einbringen, wo man sagen kann, Mensch, ich bin mir aber auf die und die Base viel, viel sicherer. Und in der Regel kann man das dann auch machen und kann auch seine Sterne holen. Aber schöner Angriff hier von einem R8 auf ein RH7. Also so ging das hier los. Denn, ja, kleinere Vorteile auf unserer Seite hier. Aber das war nicht schlimm. Der Gegner hat letztendlich ja auch immer eine Defense dabei und greift dann auch an. Und ihr seht, wir sind jetzt hier schon beim 8. Wir sind jetzt hier schon im RH9 Bereich. Also hier waren es dann letztendlich nur ein 8er und ein 7er unten. Und danach ging es hier mit RH9 und 10 dann weiter. Ich glaube, in RH11 hatten wir keins. Und auch der Gegner, meine ich, hatte keins. Muss ich gleich nochmal schauen. Aber schönes Ding hier vom Dark Imperium, vom Clan Nahenlos Mini. Also schöne Truppe hier, schön durchdacht. Hier ist natürlich immer ein bisschen Bewegung aus den anderen Nahenlos Clans drin. Also hier kommt immer mal wieder einer aus Nahenlos 1 oder Nahenlos 2 oder ich weiß gar nicht, wie viel Nahenlos Clans es mittlerweile gibt. Und hier ist reger Austausch und auch Austausch von Taktiken etc. Also das funktionierte schon ganz gut. Ich konnte jetzt mit dem Avatar gar nicht so hart hier am Clanleben teilnehmen. Gerade jetzt so in der Woche, wo ich ja dann doch irgendwo auf der Arbeit hocke, da kann ich immer nur ab und zu mal reinschauen. Aber ich habe ja ganz brav meine Angriffe gemacht. Und ich denke mal, das ist auch absolut im Sinne des Clans, dass man seine Angriffe in jedem Fall macht. Wie man sie dann macht, schön sind natürlich mal 3 Sterne. Ich weiß gar nicht, wie der Dark Imperium das hier noch gemacht hat. Obwohl der Loon ist zu langsam. Der Ballon ist ein bisschen zu langsam für die Walküren. Der kommt da nicht hinterher. Und da sind ja, das 2 Bogenschützen. Okay. Schaffen? Ja, die schafft den Ballon. Okay. Dann haben die jetzt auch keine Gefahr mehr hier. Aber ansonsten sind die Walküren eigentlich immer ein bisschen schneller als der Ballon. Aber wenn der natürlich einmal abwirft, dann kann er schon das Ende von so einer ganzen Walkürenherde bedeuten. Ja, und dann räumt er hier noch schön ab. Queen jetzt erst gezündet, relativ spät. Und jetzt, da ist doch noch der Mini-Golem, sehe ich jetzt gerade. Okay, der tankt jetzt die restlichen Devs und dann war es das auch. Und mal sehen, wo gehen die denn eigentlich jetzt noch hin? Ah, da, zur Luftabwehr, okay. Die Luftabwehr hier noch und dann sind das hier schöne 100% von Dark Imperium auf den Khan, heißt es, glaube ich, Khan 19. Vom Clan Phoenix. Schönes Ding. Schöner 3-Sterne-Angriff. So, wir gehen ein bisschen höher. Und haben hier den Mo. Da ist er. Haben wir den Mo. 7 auf 6. Also die Base hier habe ich, ich habe sie mit 97% zerlegt. Hat an der Zeit gescheitert. Also ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ich habe die Base hier mit Hexen angegriffen. Also typischer, ich sag mal, ich nenne es mal ältere Oldschool
Angriffsstrategie für diese eher mittelschwache Base hier oder mittelstark, mittelschwach. Also ich finde sie nach wie vor sehr schwach und bei mir hat es an der Zeit gescheitert. Ich glaube, irgendwas habe ich hier noch stehen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, was es hier innen drin war und oder hier außen. Da hat mir einfach die Zeit gefehlt. Also 97% ist eigentlich, die Base ist eigentlich down. Und mein Problem war letztendlich, dass seine Truppen hier eigentlich gut rumgehen. Also zumindest hier das erste Squad hier mit dem King und so weiter. Und das war bei mir, sollte das eigentlich auch so sein. Das heißt also, Hexen latschen erstmal schön rum. Die Golems nehmen das ganze Feuer auf sich. Aber bei mir ist dann leider etwas zu früh etwas in die Base gegangen, nämlich mein King und meine Queen. Obwohl, nee, meine Queen glaube ich nicht, aber mein King. Und das war an der Stelle etwas zu früh. Aber hier gehen natürlich die Valkyren ihren Weg hier einmal durch die Base und jetzt letztendlich auch, da ist das Stück Mauer nämlich offen, da fehlt ein Stück Mauer, glaube ich. Und jetzt entkehren die hier Stück für Stück mit der Queen. Die tiefstehenden Teslas hier, ja, das ist jetzt noch punktueller Schaden, aber wichtig ist, dass der Flächenschaden hier weggeht. Und da ist er jetzt auch erstmal an der Stelle schon mal weg. Jetzt laufen die hier nach wie vor so rum. Also hier sehen wir mal Valkyrenangriffe. Schön gemacht hier. Ich bin immer so ein bisschen im Zweifel, was Valkyren angeht. Aber ich denke mal für die Base hier auch genau das Richtige. Eigentlich genau auch wie ein Hexen-Golem-Angriff. Also das war jetzt nicht, da war nichts Verkehrtes dran an meinem Angriff. Es hat halt nur an der Zeit gefehlt. Die gehen hier jetzt natürlich noch schön durch die Base durch, haben jetzt nur Punktschaden. Hier unten haben zwei, drei Valkyren und der Magier den letzten Magierturm hier gemacht. Und jetzt tanken die. Oh, hat sogar noch sehr komfortabel hier einen Heilzauber am Ende. Also super gemacht mit den Vierer Valkyren und den Magier. Beziehungsweise die Queen hat es ja, glaube ich, letztendlich gerissen. So, dann gehen wir noch ein kleines Stück höher hier auf die 4. König Paili hat sich hier die 4 vorgenommen. Also auch wieder sehr ähnlich, aber Rathaus 9,5. Und der Paili ist aber auch ein Rathaus 10er. Das sehen wir hier an den Lavahunden auf Level 3. Und kommt hier jetzt schön in die Base rein. Hat auch den Eilzauber auf 4. Das ist natürlich top. Keine Frage, denn der ist nach wie vor, finde ich, den Wutzauber vorzuziehen. Weil er halt viel, viel mehr Speed macht. Der macht ja schon auf 2 mehr Speed als ein Wutzauber auf 5. Und von daher macht er natürlich richtig Speed auf Level 4, also wenn er maxet. Und der Paili hat den hier maxed. Also schönes Ding hier. Das ist natürlich auch eine gewagte Sache, hier einfach so in die Base reinzukommen, ohne jetzt zu gucken. Und was ist eigentlich in der Clanburg? Aber da kam jetzt der Drache raus und er hatte reichlich Minions noch dahinter. Hat jetzt noch Mauerbrecher und seine Helden. Und ja, mal sehen, da ist natürlich jetzt noch ein Inferno. Und das ist aber, ja, das ist mal ein Single-Inferno, da hat er Glück. Muss man so sagen, denn der muss ja jedes Mal neu aufladen. Und so ein 6er Loom, der hat ja nun auch schon ein paar Heal-Points. Jetzt kommen noch die ganzen Luckys dazu. Ja, wunderbar. Schön gemacht, die hat er auch ein bisschen Glück gehabt, gar keine Frage. Und die Helden mit den Lakaien räumen jetzt ab. Der König tankt schön den X-Bogen hier an der Stelle. Ich glaube, der ist sogar nur auf Boden gestellt, so wie ich das sehe. Der ist nicht auf Luft gestellt. Und jetzt haben wir hier noch eine fast Maxed, also nicht Maxed, sondern fast eine volle Queen mit ein paar Barbaren und ein paar Lakaien hier. Schöner Angriff von Paili auf Renz, heißt er, glaube ich. Ja, war ein kleiner Klagkrieg hier, ein 10er. Wir haben danach auch einen etwas größeren gespielt und schnüffel ich gleich auch noch mal rein. Ist mir wieder ein kleines Missgeschick passiert. Aber was, das werdet ihr dann am Ende sicherlich sehen und auch wieder erkennen und auch wieder sagen, oh, Toto, was machst du? So, schönes Ding hier auf die Nummer 4. Und letztendlich hat sich hier oben dann vorgenommen, also hier, die sind schön immer gezweiert worden. Der Alex hier, der Porto Unit heißt es, Porto Unit, und hier auch nochmal der Alex. Eigentlich wollte ich die 1 machen, weil ich gesagt habe, Mensch, hier mache ich auch 2 Sterne drauf mit Babydrachen. Erdbebenzauber, ja, Erdbebenzauber, ich weiß, den nehme ich dann bei der Kombi. Aber der Alex macht das hier schon sehr oder relativ souverän. Hier ist auch ein RH10
mit, ja, eigentlich guten Helden. Mittlerweile sehe ich das ja nicht so eng, das wisst ihr jetzt mittlerweile auch. Und 20er Heldenpärchen ist für einen RA10, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Für diese Range hier, die Base hier ist, ja, sie ist natürlich Max Out, aber man kommt sehr geradlinig hier, sage ich mal, Richtung Rathaus durch diese Felder durch. Und hier kann dann nicht wirklich was rechts und links gehen. Also hier geht es dann irgendwann, wenn jetzt die Bowler hier nämlich an den Feldern sind, dann ziehen die sich natürlich teilweise wieder so ein bisschen hier in die Mitte rein. Sieht man jetzt auch, er giftet, muss natürlich jetzt hart giften hier den Drachen. Und jetzt kriegt die Queen schon Beschuss von 2 Infernos. Aber er bleibt richtig cool hier bis zum Ende. Schafft jetzt erstmal das Rathaus mit seiner Queen. Das ist wirklich krass. Ja, letzter Schuss auf der allerletzten Rille. Und jetzt fehlen natürlich noch ein paar Prozent. Und die Infernos schießen hier. Der Drache ist noch dabei. Der King noch dabei. Und noch ein paar Bogenschützen. Aber jetzt sind schon 50%. Und er schafft ja auch noch das Lager. Also 52%. Schöner Angriff hier von Alex auf den Bären. Tolles Ding. Und ihr seht das auch. Wir haben aufgrund der guten Defenses, muss man sagen, gewonnen. Also nicht meiner Defense. Ja, die war eher grottig, nämlich 3 Sterne kassiert. Aber hier unten blieb ein 8er auf. Der 10er wurde gar nicht erst angegriffen. Im jetzigen CK sieht das nicht ganz so gut für uns aus. Wir liegen nämlich 35, 37 hinten. Schade, schade, schade. Denn eigentlich haben wir gut angegriffen hier. Also auch wieder von unten nach oben. Aber ihr seht das hier, hier sind 9er offen. Ich habe hier auch einen Angriff leider vergeicht. Und den ich vergeicht habe, kann ich euch, glaube ich, noch zeigen. Ja, ihr seht das hier. Krise. Ja, da kriege ich natürlich wieder Plack. Weil die Base hier, ich habe vorher eine etwas stärkere Base angegriffen, schon mit 3 Sternen und mit dem Gohok. Und habe mir hier wieder gedacht, machst du auch wieder ein Gohok hier, obwohl ich ja eigentlich so ein bisschen starker Luftangreifer bin. Aber ich denke mal, Gohok kann auch immer noch meine Welt sein hier. Und komme hier ganz gut in die Base rein, jetzt auch mit meinen Helden. King geht voran, tankt jetzt schön noch ein bisschen. Und jetzt ist erstmal der gegnerische King dran. Aber mir passiert auch ein kleines Missgeschick, muss ich sagen. Habe ich auch nicht drauf geachtet. Denn guckt mal, wie tief die Queen hier steht. Und mein Sprung geht in die Mitte hier zu den Teslas und Richtung Rathaus. Also hier ist ja richtig was los in der Mitte. Nur die Queen da hinten, die vergesse ich. Ja, also da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, die Queen da oben, da komme ich ja mit meinen Truppen jetzt gar nicht ran. Und mal sehen, ob die Queen sich vielleicht der gegnerischen Queen annehmen kann. Und dann kamen ja auch noch Skelette dazu. Noch sind meine Hockreiter eigentlich gut in Heal. Und rechts habe ich jetzt noch einen gesetzt, aber da hüppeln natürlich gleich die Hocks hin. Aber jetzt kriegen die alle schon Beschuss. Bombenturm und Queen. Und die wehren sich ja noch nicht, so lange wie noch Dev da ist. Jetzt noch eine Riesenbombe auch noch. Omar. Und da habe ich schon gedacht, ach hey je, nee. Das war nichts. Aber jetzt schon mal die Queen gezündet, damit die Queen wenigstens weg ist. Denn so viel Defense war jetzt nicht mehr da. Und hier unten habe ich ja noch ein bisschen was am Rumlaufen. Was mir jetzt so ein bisschen gefährlich wurde, ist an der Stelle die Kanone. Die macht natürlich starken Schaden auf Einzelziele. Und die Einzelziele kommen jetzt natürlich erstmal ganz langsam auf die Magier zu, auf die Bowler zu. Unten sind die Bowler immer noch nicht ganz durch. Einer geht jetzt auch erstmal auf die Bauhütte rechts. Jawohl, dann sind die auch nicht mehr zusammen. Ah, Mist, habe ich gedacht. Das packst du jetzt nicht mit der Queen. Aber die Queen, ja, macht jetzt erstmal die Platte. Macht jetzt den Minenwerfer. Na, gucken wir mal weiter. Und macht hier jetzt, ja, natürlich erst das Lager, aber der Magierturm tut nicht mehr weh. Der Magierturm tut überhaupt nicht mehr weh. Und ja, war ich hier recht zuversichtlich. Oh, auch noch Zeit, 50 Sekunden, holla die Waldfee. Waldfee ist ja ein YouTuber. Und ja, Mauer erstmal wegmachen. Aber ich habe oben ja Glück, dass ich wenigstens 2 Bowler habe, die sich nicht noch wieder durch eine Mauer fressen müssen, sondern die machen jetzt schön die Außengebäude hier. Und da sind ja noch ein paar mit ein bisschen Healpoints. Aber endlich hat die Queen die Mauer auf und hilft jetzt auch ein bisschen beim Cleanup. Nicht schlecht. Jawohl. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder eine Mauer machen, weil wir ja außer Range von allen sind. Und so macht die Queen hier erstmal die Mauer. Die Bowler machen das da oben natürlich. Und ich habe es nicht gesehen. Ich habe es jetzt erst gesehen. Da ist sie. Die Bauhütte des Todes. Ich könnte kotzen, ey. Echt. Also ich habe mal wieder... Na, ihr seht das. Mann, mal. Zum Heulen, echt. Ich habe auch danach gesagt, ich predige das in jedem zweiten Video von mir.
passt auf diese alte Bauhütte auf, spart oder nehmt euch und ich habe ja einen Bogi dabei. Nein, den setze ich ja vorher. Ach, naja, was eine Farce. Und wäre jetzt ein Stern mehr geworden hier. Ja, schade auch. Ich habe hier oben, glaube ich, ich weiß es gar nicht, wer es war hier. Ich glaube, es war die Nummer 5, Nummer 4, Nummer 3, nee, ein. Irgendeinen musste ich doch vorher machen. Flashy. Ah, die 8 war es. Die 8 war es. Auch auf 3 Sternen. Also, boah, knappes Ding hier. Und ich fand aber trotzdem, auch dieser CK hier war, ja, ich fand ihn auch gelungen. Schöne, starke Angriffe hier. Gegner hat ein bisschen mehr Glück, denn er hat vor allen Dingen mich nicht gedreiert, aber komischerweise sind hier ein bisschen mehr Neuner zugekommen. Also hier unten in der unteren Range. Ah, schade. Hat es ein bisschen gefehlt. Wir haben, glaube ich, noch 2 Angriffe, aber ich denke mal, in den 12 Minuten wird auch der letzte verbleibende Angreifer hier nicht mehr wesentlich mehr Sterne holen. Und ich bedanke mich trotzdem hier bei dem Clan Nahenlos Mini. War eine tolle Zeit. Ich war ja jetzt auch gut eine Woche da. Bin jetzt erstmal rot und will jetzt erstmal ein bisschen farmen mit dem Account hier, denn der geht ja auf Rathaus Level 10 jetzt noch nicht, sondern mir fehlen noch 3 Heldenlevel. Ich will jetzt erstmal zusehen, dass ich mit dem ein bisschen reinfarme, dass ich den King wieder mache. Und dann ist der Avatar erstmal wieder auf Reise. Wohin? Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr an meinem Kanal dran bleibt. Bis dahin und nochmal vielen Dank hier und lieben Gruß in die Nahenlos-Familie an der Stelle. Vielen lieben Dank. Bis dahin. Bye, bye.